Wir sind immer noch auf Java in Tunesien und stecken hier auch erstmal fest für eine Weile, denn die Grenzen sind auch hier geschlossen. Vor ein paar Tagen hätten wir noch die Wahl gehabt, wir hätten nach Deutschland fliegen können. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil meistens scheint hier die Sonne, heute leider nicht, ausnahmsweise. Und wir wohnen hier direkt an der Lagune, wo im Moment sowieso niemand kitet, weil kein einziger Tourist auf der Insel ist. Und aufgrund der aktuellen Lage sitzt ihr jetzt ja wahrscheinlich hoffentlich auch zu Hause und haltet euch an die Quarantänevorschriften. Und das Beste, was ihr eigentlich tun könnt, um euer Körper selber zu schützen, ist, dass ihr euch gesund ernährt, euch fit haltet, damit ihr ein besonders starkes Immunsystem habt. Und selbst wenn ihr das Coronavirus bekommt, wird es euch nicht sehr hart treffen. Ihr werdet einfach eine normale Grippe haben. Und ja, fangen wir an. Das ganze Rezept ist übrigens vegan und es muss nicht in den Backofen. Wir mixen alles zusammen und dann stellen wir es 2 Stunden in den Kühlschrank. Und zwar zeigen wir euch heute, wie man gesunde Brownies macht. Da benutzen wir einen Strauch Datteln. Das sind ungefähr 400 Gramm, denke ich. Dann benutzen wir ein bisschen Kokosnussbutter. Natürlich Walnüsse, Chiasamen und Kakaopulver. Fürs Topping Macadamia Cashew Creme. Sehr köstlich. Und mixen da noch ein bisschen Caesar zu. Das werdet ihr in Deutschland eventuell nicht bekommen. Muss auch nicht unbedingt sein. Das Rezept geht auch ohne Caesar. Es besteht nämlich aus ganz vielen Gewürzen, Kichererbsen, Mandeln. Und soll wohl ganz gesund sein. Die Tunesier frühstücken das immer mit ein bisschen Olivenöl und sagen, mit dem lebt man lebenlang, weil da einfach alles enthalten ist, was man quasi so braucht. Ich schneide jetzt die Datteln auf und hole den Kern raus und check nochmal, ob irgendwelche kleinen Tierchen dort drin sind, denn manchmal kann es sein, dass noch ein paar Würmer oder anderes in den Datteln sind, gerade wenn sie frisch hier wie in Tunesien auf dem Markt sind. So, mit dem Messer einmal außen rum geschnitten, den Kern rausgeholt und hier sieht man dann, ob keine Tiere drin sind. Und danach kommt die Datteln in den Mixer. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, wo wir einen kleinen Wurm gefunden haben. Das ist natürlich ein bisschen ranzig. Ja, die Dattel können wir auf jeden Fall wegschmeißen. Die Datteln sind jetzt alle entkernt. Wir haben zum Glück auch nur bei einer Dattel ein kleines Würmchen gefunden. Jetzt kommen die Walnüsse einfach hier rein und einfach einen großzügigen Löffel Kokosnussbutter. Dann tun wir ungefähr, ich würde sagen, 50 Gramm Caesar da rein und zu guter Letzt natürlich Kakao. Was wäre ein Brownie ohne Kakao? Die genauen Grammangaben findet ihr hier auf der Kernenergie-Seite. Da verlinken wir nochmal euch das Rezept mit allen Angaben. So, da kommt jetzt der Deckel drauf. Und dann wird das Ganze gemixt. Wenn ihr auch Probleme habt, die ganze Masse zu pürieren, einfach 50 ml Wasser dazu kippen. Und dann lässt sich die ganze Masse schon wesentlich besser mixen. So, wenn das hier alles fertig gemixt ist, hat man jetzt eine recht cremige Masse. Da wir es noch ein bisschen fester haben wollen, wie so ein richtiger Brownie-Teig, kippen wir jetzt einfach nochmal 20 Gramm Chiasamen dazu und stellen dann diese Masse einfach im Kühlschrank. Dann saugen sich die Chiasamen nämlich die Flüssigkeit aus dem Teig und dann wird der Brownie-Teig richtig schön fest. Jetzt kommt diese ganze Masse einfach nur auf den Teller. Und wird dann gleichmäßig verstrichen. So,
Das ist unser fertiger Fladen. Der kommt jetzt einmal für 2 Stunden in den Kühlschrank. Da werden die Chiasamen sich nochmal die Feuchtigkeit aus dem Teig ziehen. Und dann wird es ein richtig fester Brownie sein. Oh, gar kein Platz mehr. So, hier unten ist noch ein bisschen was. So, bis in 2 Stunden. Geile Session. Jetzt können wir in den Kühlschrank gucken und schauen, wie die Brownies geworden sind. Bin ich mal gespannt. Hier ist die braune Pappe. So, da hoffen wir jetzt ja noch die Bavaria-Creme drauf. Wo ist die denn? Cashew Macadamia Creme Premium. Nur erhältlich bei Kerlink. Die Creme schmieren wir jetzt einfach hier oberflächlich drauf. Und fertig ist er. No Bake. Vegan Brownie Super Duper Cake. Voila! Boah. Krass. Lecker. Liebe ihn nicht. Liebe wir auch. Oh.